Willkommen zurück zu Thomas Was Alone. Ich habe jetzt 5.4 und 5.5 vorhin schon kurz gelöst gehabt und dann ist mein Monitor abgeschmiert. Also irgendwas ist hier immer bei den PCs. Beim Maelstrom schmiert gleich der ganze PC ab. Hier beim anderen PC schmiert der Monitor ab. Also es geht mir dann ganz schön auf die Nerven. Ja, wir machen es jetzt trotzdem nochmal. Ich habe es vorhin geschafft, aber ich weiß nicht, ob ich das schnell nochmal schaffe. Also wir müssen ja hier irgendwie diese Sprünge schaffen, wo wir im letzten Mal stehen geblieben sind am Ende der Folge. Der schwierige Sprung ist der nicht. Licht hier mal ausmachen, blendet mich ganz schön. Na los. Moment. Super vorbereitet wieder, muss ich sagen. So. Irgendwie habe ich jetzt habe ich mein. James decided to find a way to help. Maybe they'd be friends. Das wäre schön, wenn die Freunde werden würden. Ja, das Problem ist, dass ich hatte vorhin einen Analoganschluss dran, den musste ich jetzt abbauen. Jetzt habe ich ein HDMI-Kabel angeschlossen, jetzt ist aber die ganze Auflösung hier verrutscht. So. Ich habe das vorhin irgendwie geschafft, genau so, und dann das. Und dann. Das ist gar nicht so schwierig. Vorhin in der vorigen Aufnahme habe ich aber ewig gebraucht, um das zu machen, weil ich einfach unfähig bin. Jeder weiß. So. Als ich vorhin in 5.6 reingekommen bin, war das Spiel vorbei. Thomas ist jetzt auch dabei. Ich habe ein paar Minuten länger gebraucht, bestimmt fast 10 Minuten, um diese Sprünge zu machen. Thomas imagines he'd feel the same way if he fell upwards all the time. Oh, ist gar nicht seine Lösung, okay. Hier muss also Thomas hin. Ah, ich weiß, er hat sich vorhin aufgegangen. Ich wollte gucken, was passiert, wenn die beiden zusammenspringen. Das wollte ich testen. Auf einmal vor ein Ende passiert gar nichts. Geronimo? Nee. Kannst du von. Du kannst darüber springen, aber du kommst nicht hier hoch, nicht wahr? Ah! Nice! Ah! Dann muss ich ihn also im Endeffekt als Treppenstufe verwenden. Das ist ja ein. Geil gemachte Idee. Das war nicht schlecht. Das können wir ja relativ einfach wieder reproduzieren. Brauche ich ihn auch nochmal als Treppenstufe, oder? Kannst du aus. Kommen wir ja einfach ans Ziel, das haben wir schon mal gehabt. Warum habe ich das eigentlich vorhin nicht gesehen? Wundere ich mich gerade. Egal. Es geht jetzt halt nicht auf Zeit, das finde ich ganz gut. Tag vom Abendblumen, also ich denke mal hier ist. Also nach rechts geht es nicht weiter. Falscher Sprung von Thomas ist das Ende. This was working. James and Thomas working together could get anywhere. James didn't seem to understand the immense ability he possessed.
Fall nicht runter, fall nicht runter, fall nicht runter. Fall doch runter. Das sind relativ einfache Sprünge. Ja, wenn man zwischendurch auch mal anhalten würde beim Laufen. Drücke die ganze Zeit nach links und springe, das kann natürlich nicht funktionieren. Punkte erreichen, das ist immer gut. Thomas wondered by the cloud thing that broke about here. Stimmt, Thomas ist ja hier gelandet durch die Wolke. Die Frage ist halt, warum. Ich habe ja in der letzten Folge, ich weiß nicht, ob ich es erzählt habe oder ob das in der Folge, die nicht aufgenommen wurde, ich habe den Verdacht geäußert, dass vielleicht James so ein bisschen wie Thomas ist, vorher von der Wolke aufgefangen. Er kann ja irgendwie alles, er kann genauso springen wie Thomas, nur halt invertiert. Und der sieht genauso aus, eine andere Farbe. Also, dass die vielleicht einfach, dass er dasselbe ist, nur dass er in dieser dunklen Wolke sein Schattenabbild ist oder so. Also, wenn das so weitergeht wie jetzt, macht das Spiel wieder Spaß. Aber es wird bestimmt auch wieder nicht so viel Spaß machen. So was hier macht. Ich springe erstmal mit ihm nach oben und guck mal, wo ich hinkomme. Finde ich einen Schalter. Oder vielleicht hören wir auch einfach auf. So. Ein bisschen Fahrstuhl. James grudgingly helped Thomas to each portal. He knew that eventually they'd find the others. Then he'd go back to being the weird one again. He decided to enjoy the time they had left. Kannst du denn machst du wieder die Treppe? Wenn ich einmal raus bin, dann muss ich diese Sprünge alle wieder wiederholen, weil ich einfach so dumm bin im Landen. Das ist eine mittlere bis große Katastrophe. Oh. Ein bisschen vorsichtiger. Thomas, bitte ein bisschen mehr Rücksicht nehmen. Jetzt wieder. Ja, die Idee ist ganz cool mit so der Räuberleiter. Habe ich das gerade echt gemacht? Achso, Gott sei Dank. Ah, jetzt machen wir es andersrum. Auch nie schlecht. Schlecht jetzt, dass ich hier lang gesprungen bin. Mit ihm nicht mehr weiter. Mit ihm kann ich theoretisch einfach runterfahren. Aber kann ich nicht. Also ich muss mit ihm wieder rauffahren. Hier ist doch bestimmt schon das Ende, oder? Das Ding mir jetzt helfen. Nein, 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 nein.
schaffst du es hier rüber? Okay, gut. Frage auch beantwortet. Thomas ist leider schon wieder... Ah, du kommst zurück. Okay, gut, dann Thomas ist schon leider wieder zu weit gesprungen. Oh, das hat geklappt, sehr schön. 5-9, da sind wir schon fast wieder am Ziel, aber das sieht doch schon wieder... Vielleicht mal bei Portal nicht lösbar aus. By his weird color. Sehr schön. Did he not care about his Inversions? Jetzt ist wirklich alles invertiert. Das Kapitel ist, glaube ich, auch invertiert oder so. Sehr schön. Zum Abschluss. Okay, jetzt muss ich bestimmt ein bisschen aufpassen, was ich tue. Ah, jetzt müssen wir bestimmt zusammenbleiben, ansonsten ist es vorbei. Weil bestimmt unten ist bestimmt giftige Brühe und oben sind bestimmt Stachel. Wenn wir das mal vorgehen wird, machen wir das mal so. Respawn-Punkt nicht erreicht, also wieder von vorne anfangen. Sensationell. Aber es ist klar, wie es funktioniert. Ich muss nur ein bisschen aufpassen, was ich mache. Jetzt passiert nämlich das. Also immer nur stückchenweise. Nicht übertreiben. Das ist wie das Boss-Level hier von dem Gebiet. Das heißt, hier sollte man ein bisschen aufpassen. Ich muss mit beiden gleichzeitig springen. Jetzt weiß ich, warum das Boss-Level ist. Ja, das kann er aber schaffen, okay. Jetzt hatte ich nicht, der muss trotzdem zurück, ist ganz klar. Das ist natürlich wieder so ein Level, wo ich sage, huiuiui. Also. Das ist wieder was, was wir 5 Minuten so ein scheiß Ding wiederholen müssen. Wenn es alle 10 Level mal sowas kommt, wo ich dann noch nie ganz am Ende bin, sondern immer noch sage, es ärgert mich zwar, aber es ist okay. Kann man das vielleicht noch akzeptieren. Aber wenn ich jetzt die 2 gleichzeitig drücken muss, weiß ich nicht, wie ich das schaffen soll. Ah, nice, sehr schön. Freunde, habe ich das gerade echt gemacht? Da wollte ich einfach nur gucken und dann springt er ins Nirvana. Das kann nicht wahr sein. Oh, Mann. Jetzt sind sie noch ein Stückchen höher, das ist gut, wenn Thomas dann springen will. Habe ich nochmal ein Hundertstel oder so mehr Zeit.
wieder zusammen machen irgendwie. Die Frage ist denn wie? Mann, ey! Gibt es denn hier keine Stacheln? Hier nicht ein paar Stacheln einbauen, kann ich mich bestimmt vorhin aufkriegen, aber jetzt wäre es gut. Oder müssen die aufeinander bleiben, wenn die da durchfliegen, so wie ich es vorhin hatte? Wahrscheinlich. Zumindest für Thomas. Für Thomas müssen die wahrscheinlich aufeinander bleiben. Oh, das... Ich hoffe, dass wir das noch schaffen in der Folge jetzt. 5 Minuten, die wir noch haben. Ich muss sagen, meine Motivation ist zwar jetzt auch relativ gering, dass wir das nochmal machen. Und nochmal machen. Weil ich es ja schon hatte. Also ich bin einfach nur zu dumm, den Knopf zu drücken. Obwohl, wenn die übereinander bleiben muss, hatten wir es nicht. Jetzt wäre ich natürlich wieder ungeduldig. Jetzt mache ich wieder Fehler und dann fallen die wieder voneinander runter. Dann müssen wir es nochmal machen. Mal ein bisschen ruhiger. Aber meine Motivation ist höher als das, was wir vor 3 Folgen hatten. Oder vor 2, wo es wirklich katastrophal war. Der wegen Hütte zusammenreißen, kein Risiko. Das ist nicht so schlimm. Das ist nicht so schlimm! Das gibt es nicht, dann laufe ich da nach links. Warum mache ich denn das? Wir hatten das Ding gelöst. Wir hatten diese Scheiße gelöst. Ich hoffe, ihr merkt mittlerweile, wenn ihr das wirklich intensiv verfolgt, warum ich keine... Also Puzzle Games, warum ich die mag, warum ich keine Geschicklichkeitsspiele spiele. Ich nicht geschickt bin. Nicht so schlimm. Genau. Hammer's. Errungenschaft freigeschaltet. Winter is coming. Awareness is a word that gets thrown around a lot. And a lot of people consider Thomas to have been created aware. Looking back at the logs, it seems their awareness only happened somewhere around the network connection spike. Cody Zimmerman. Sarah leaned her wizened head back and laughed. Quadrilaterals were apparently after some friends of theirs. How petty an adventure. Ah, Sarah kann Doppelsprünge machen. Okay, ich glaube, ich weiß, worauf sie hinaus will. Sie dürfte wahrscheinlich hier raufspringen können, aber das kann sie gar nicht. Sie muss dahin. Die Frage ist nur, wie schafft sie das? Sehr hoch. Ah. Ich muss also nur nach oben drücken. Auch interessant. Spoke in terms she could only hope they might understand, of the fountain of wisdom, channel through which all data flowed.
Das schauen wir uns beim nächsten Mal an, was uns hier erwartet. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Tschüss.